Wieder gab es einen Zwischenfall mit einem Boeing-Passagierflieger 737 MAX. Auf einem Inlandsflug in den USA mussten die Piloten ein Triebwerk wegen möglicher mechanischer Probleme abschalten. Das teilte die Fluggesellschaft American Airlines mit. Die Maschine konnte letztlich sicher landen. Die US-Luftfahrtaufsicht kündigte allerdings eine Untersuchung an. Die Boeing 737 MAX war nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt worden. Als Grund für die Unglücke gilt eine defekte Steuerungssoftware. Erst seit November dürfen die Flieger in den USA wieder abheben.